So. Als nächstes haben wir... Wir haben ja nicht mehr viele. Seele Ritter Ornstein. Also da bei dem Kampf gegen Ornstein und Smaug kommt es darauf an, wen wir als letztes töten. Hätten wir Smaug als letztes getötet, hätten wir seine Seele. Die Seele von Ornstein, dem Drachentöter, Ritter und Hüter der verlorenen Kathedrale von Alolondo. Besondere Wesen besitzen besondere Seelen. Fürs Gwyn gewährte diese Seele jenen vier Rittern, denen er am meisten vertraute. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge an Seelen erhalten. Ja, kennen wir. Gut. Aus Ornsteins Seele kriegen wir nur eine Sache raus, nämlich mit einem Speer einen Drachentöter-Speer, ja. Smaugs Seele, wenn wir die hätten, könnten wir aus einer Keule seinen Hammer machen. Also ja, meistens macht man aus den Seelen die Waffen, die die jeweiligen Bosse mit sich geführt haben. Der Mondlichtschmetterling hatte ja auch das Schild auf dem Rücken, wenn man genau hingeguckt hat. Und sein Horn daran angebunden. Aber machen wir mal den Speer hier draus. Und gucken uns gleich mal an. So. Drachentöter-Speer. Kreuzspeer von Ornstein, dem Drachentöter, der die Kathedrale von Alolondo bewacht. Fügt Blitzschaden zu und ist effektiv gegen Drachen. Mit dem beidhändigen Stoß kann der Speer tief in den Körper des Drachen gebohrt werden. Menschliche Gegner werden durch die Luft geschleudert. Also, ouch. Ja, Ornstein hat uns vor allem als Big Ornstein damit ordentlich eine verpasst. Gut, nächste Seele. Jetzt müssten wir zu Sif, dem Wolf, kommen. Die Seele des großen grauen Wolfs Sif, der das Grab des Abgrundschreiners Artorias hütet. Ja, der arme Sif. Mit der Seele von Sif, der das göttliche Ritterschwert erbte, kannst du eine Menge große Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe spielen. Ja, also Sif hat Artorias Schwert geerbt und hat uns damit verdreschen wollen, aber wir waren halt schon zu gut zu dem Zeitpunkt. Gut, aus dieser Seele kann man sehr viel machen. Zum einen das Großschwert von Artorias. Zum anderen aber auch, wie ich vorhin gezeigt habe, das Schild, was ich jetzt nicht mehr machen kann, weil ich das Schild schon verbraucht habe. Und zu guter Letzt den Finstertöter. Ja, das Großschwert von Artorias und der Finstertöter sind eigentlich ein und dieselbe Waffe. Nur, dass das Großschwert verflucht ist und schwarz ist und der Finstertöter eben nicht. Der Finstertöter sieht so aus, wie der den Sif geschwungen hat, und den werde ich auch machen. Ganz einfach, weil ich diese Waffe noch nie erschaffen habe und selber mal neugierig bin. Genau, der Finstertöter. Man sieht, der braucht 20 Intelligenz, um richtig geführt zu werden. Das Großschwert gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Der graue Wolf Sif erbte es, um Artorias Grab zu verteidigen. Sir Artorias jagte die Geister der Finsternis und sein Schwert trifft Diener der Finsternis härter als andere Gegner. Naja, eigentlich ist es eine sehr... Eigentlich trifft sie Untote härter als andere Gegner. Weil wenn man da unten hinguckt, beim göttlichen Bonus steht 140, also 40% mehr Schaden gegen Untote. Was heftig ist. Ja, auch wenn das Schwert ziemlich viele Stats hat. Ich will es aber mal kurz ausrüsten, um es euch zu zeigen, auch wenn es mit den aktuellen Werten nicht richtig genutzt werden kann. Das hier ist das Schwert von Sif, dem Wolf. Ja, und es hat einen ziemlich dämlichen, schweren Angriff. Genau den nämlich, der viel zu viel Ausdauer verbraucht. Und verdammt langsam ist. Aber das Schwert sieht cool aus. Da kann man nichts gegen sagen. Also diese Version kriegt man aus einem zerbrochenen Schwert. Dadurch wird einfach wahrscheinlich das ganze Schwert neu geschmiedet von unserem Freund hier. Nur mit einem Griff als Grundlage. Und aus einem normalen Schwert, also egal ob Bastardschwert, Langschwert oder Zweihänder, kann es auch sein, kriegt man die verfluchte Variante. Wobei das Verfluchen in dem Fall nicht negativ zu sehen ist. Das bedeutet einfach, dass man damit Geister verletzen kann. Was praktisch sein kann.
Aber wieder zurück zu unserem Bastardschwert. So, jetzt haben wir noch eine Seele. Beziehungsweise zwei Seelen. Weil die Seele des... die Wächterseele... Die Seele des weißen geflügelten Löwen, der über das Mausoleum wachte und die Ausbreitung der Finsternis fürchtete. Der Wächter besaß auch andere Eigenschaften als die eines Löwens und war somit kein gewöhnliches Tier, sondern eher eine Art Dämon. Diese Seele hat keinen Nutzen, außer Seelen zu geben. Also es steht nicht mal dabei, dass man damit eine Waffe schmieden kann. Und die Seele sieht ziemlich anders aus als andere Seelen. Also Artorias Seele sieht aus wie eine Seele, die vom Abgrund verschlungen wurde. Und die anderen Seelen sahen ja so aus wie die von Gwindelin. Und ja, das ist die letzte Seele, zu der wir jetzt kommen. Oder die vorletzte. Die Seele der Finstersonne Gwindelin. Des Gottes der Finstersonne und Hüters des verlassenen Adolondo. Besondere Seelen besitzen besondere Seelen. Mit der Seele von Gwinds Letztgeborenem kannst du eine große Menge Seelen erhalten und bla bla bla. So. Und aus diesem Gegenstand können wir entweder einen Finstermond-Zimbeschleuniger machen oder einen Finstermond-Bogen. Ich entscheide mich für den Bogen. So. Und dann haben wir nur noch... Naja gut, aus Mannes Seele hätten wir auch einen Beschleuniger machen können, aus einem anderen Beschleuniger. Aber ich habe sie lieber eingetauscht, weil der Zauber interessanter war als jetzt der Beschleuniger. Hätten wir Mannes Beschleuniger machen können, nur nicht ganz so groß, wie er ihn hatte. Also das war wirklich der Stab, den er in der kleineren Hand hatte. Mit der größeren Hand hat er uns ja verdroschen. So. Jetzt zeige ich euch den Bogen. So, wo ist der? Finstermondbogen. Bogen von Finstersonne de Wendelin, des Gottes der des Finstermondes, der über die verlassene Götterstadt Anolondo wacht. Also ja, mit dem Bogen hat er uns beschossen. Diesem goldenen Bogen wohnt mächtige Magie inne. Am wirkungsvollsten ist er mit Mondlichtpfeilen. Also ja, der Bogen ist ein bisschen auf Wille getrimmt, also Geschicklichkeit und Wille. Wobei er nicht wirklich so toll ist wie ein Langbogen, wenn man sich die Werte E und D ansieht. Ups. Bring mich nochmal ins Inventar, bitte. Also ja, ein Langbogen hat D und S. Was verdammt viel ist. Der da hat nur E, D, D. Also mit dem Bogen mache ich im Allgemeinen mehr Schaden als mit dem Bogen. Wenn man die ganzen Werte zusammenrechnet. Nur dass der viel mehr... Also Reichweite haben sie beide dieselben und der Finstermondbogen ist auch etwas schneller. Ich glaube, ich werde ihn euch nachher mal kurz zeigen. Ich werde ihn aufstufen. Gut. Ich drücke immer die falschen Tasten. Ja. Im Inventar. So. Letzte Seele, die wir haben, ist die Seele von Artorias. Die Seele des Ritters Artorias, der im Dienste vom Fürst Gwyn stand und von dem Abgrund verschlungen wurde. Die Legende, der zufolge Artorias den Abgrund zurückgedrängt hat, ist uns zur Hälfte wahr. Es scheint, als wäre er besiegt und seine Ehre gerettet worden, und zwar von einem unbekannten Helden, der wahre Bezwinger des Abgrundes. Ja, das sind wir. Wir haben den Abgrund ja schon doppelt bezwungen. Genau, und aus dieser Seele könnte ich das Abgrund-Großschwert machen. Das ist dasselbe wie der Finstertöter oder das Großschwert von Artorias. Nur halt in dem Zustand, in dem auch das geläuterte Turmschild ist. Das werde ich euch nachher kurz zeigen. Jetzt will ich aber erst einmal den Bogen verstärken. Also ihr seht hier, für was das Dämonentitanit benötigt wird. Jetzt endlich mal, nämlich für diese ganzen Bosswaffen, die wir hergestellt haben. Außer für die Drachenknochenfaust, die braucht einen Drachenstein. So, Finstermondbogen. Das kostet mich jetzt einiges an Seelen. Aber ich will euch den Bogen trotzdem nicht vorenthalten. So. Gut. Ach ja, und meinen Langbogen kann ich auch mal auf Maximum bringen. So. Und dann würde ich sagen, porten wir uns zurück zu unserem Leuchtfeuer, was unten das Finstermondgrab immer noch ist.
So. Bodenlose Kiste. Langschwert weg. Finstertöter weg. Bastardschwert habe ich noch. Brauche ich noch. Ich packe jetzt mal die ganzen Sachen weg. Falchion weg. Chaosklinge weg. Großaxt weg. Drachentöter-Speer weg. Drachenfaust weg. Finstermundbogen behalten wir erstmal. Elfenbeinbeschleuniger können wir auch im Inventar behalten. Talisman sowieso. Kristallringschild weg. Also ja, von den mittleren Schilden bevorzuge ich immer noch das Silberritterschild. Und das Schild, was ich vorhin meinte, genau, das läuternde Turmschild. Ein stehendes Großschild entstand aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Also ja, das ist das Pendant zum Abyss-Großschwert. Aus Sifs Seele könnten wir die heile Variante von diesem Schild herstellen, wenn wir ein Schild plus 10 dafür opfern. Aber ich habe jetzt ja den Finstertöter daraus gemacht. Gut. Teleportieren wir uns jetzt zum Feuerbandschrein. Wir haben nämlich noch eine Station vor uns. So. Hier kurz rasten. Und ja, ich hätte das ganze Spiel über Rasten sagen sollen. So. Gib mir mal kurz den Finstermundbogen in die Hand. So. Ja, jetzt testen wir den einfach mal an harmlosen Höhen. Gut. Hülle, Kopfschuss. 372. Zum Vergleich machen wir mal etwas weiter oben. Weiter weg. 285. Jetzt wechseln wir auf den Langbogen. Gucken mal, wie viel Schaden wir mit dem machen. Also das ist 285 jetzt gewesen. 304. Okay, der Langbogen ist doch etwas besser. Wie man merkt, jedenfalls mit unseren Stats. So. Also packen wir den Finstermondbogen erstmal wieder weg. Ja, der Finstermondbogen hat halt den Vorteil, dass er etwas schneller ist beim Schießen und die gleiche Reichweite wie ein Langbogen hat. Das ist also wirklich ein Mischbogen. Nur so schnell wie Gwendolyn schießen können wir damit eben nicht. So, bevor wir jetzt aber... Also erstmal will ich nachher noch kurz, bevor wir zum Boss gehen, euch die Zauber noch schnell vorstellen, die ich im Inventar habe. Das habe ich ja auch noch versprochen. Aber ich will vorher Domhall auf Sina einen Besuch abstatten. So. Den haben wir das erste Mal in der Kanalisation getroffen, und zwar kurz vor der Schandstadt. Und nachdem wir Quilak besiegt haben, ist er hierher umgezogen. So. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Ja. Hast du was zu sagen? I'm afraid I don't see anything here. Gut. Er hat nämlich... Erst einmal würde er uns jetzt den Generalschlüssel für 5000 verkaufen. Jetzt, wo wir ihn gar nicht mehr brauchen. Er verkauft uns Kristallwaffen und natürlich Pfeile. Und er verkauft Bossrüstungen. Und deswegen bin ich hier. Ich will euch noch die Bossrüstungen vorlesen. Also erst einmal sein Rüstungsset. Das hat nämlich jedes Teil eine andere Beschreibung. Ein bizarrer Helm des alten Landes Sina, der Heimat des seltsamen Händlers Domhall. Angeblich symbolisieren die beiden Hörner Weisheit. Das ist die Rüstung. Angeblich symbolisieren die diversen Medaillen Ruhm. Also das ist der Helm des Weisen, die Rüstung des Ruhmreichten. Stulpen des Überwinters. Angeblich symbolisieren die goldenen Armreifer einen Überwinder. Stiefel des Erkunders. Die eingearbeiteten Silberringe symbolisieren einen Erkunder. Ja. Und alles sind bizarre Sachen. Gut, hier haben wir das Eisengolem-Set. Also wir könnten uns als Eisengolem verkleiden.